Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Parcours-Map und zwar diesmal den zweiten Teil von der 50 Seconds Map und die Zeit ist jetzt auch schon abgelaufen. Bevor ich jetzt auf Respawn klicke, ganz kurz zur Erklärung. Die Map habe ich vor kurzem schon mal gebracht und zwar die ersten paar Level davon. Es gibt wirklich ziemlich viele noch zu spielen und ich bin an einem Super Mario Level hängen geblieben. Die Aufgabe ist es halt einfach nur in 15 Sekunden immer ans Ende zu kommen und jedes Level halt muss man in 15 Sekunden schaffen. Also Leute, schon mal zu Anfang, falls ihr davon mehr sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, jetzt kann ich mal auf Respawn. Und das sind immer so kleine Goombas, das ist auf jeden Fall auch ganz nice. Und ich bin hier, wie gesagt, letztes Mal hängen geblieben. Jetzt, Moment, schaue ich mal, ob da was drin ist und es hat wirklich geklappt. Also, ich habe mir schon letztes Mal gedacht, dafür reicht halt niemals Zeit. Aber jetzt war ich bei der Fahne oben und da war nicht das Ziel. Ich glaube mal, das war unten. Okay, und irgendwo gab es da halt eine Druckplatte. Ich glaube mal in dem letzten. Ja, hier drin. Nein, da muss man natürlich auch reinkommen. Und nicht die Goombas bitte irgendwie berühren. Und dann da unten ist das Ziel. Ja, ich denke mal, das habe ich noch geschafft. Also Respawn. Und somit habe ich es echt geschafft. Da stehen immer die Anläufe und nach 10 bekommt man dann auch sogar ein Buch, mit dem man das Level skippen kann. Oder ein Papier. Und es war auch ganz nice gemacht. Es waren einfach so Slimes. Oh mein Gott, da kommen nochmal ein paar. Aber ich glaube mal, die Zeit reicht. Nein, die reicht nicht. Ich habe noch nicht mal mehr einen Boost gehabt. Okay, und da geht's halt immer noch weiter, Leute. Also ich glaube mal, das wird echt noch schwer. Und jetzt erstmal hier auf die Slimes. Ja, das war noch easy. Dann hier wieder richtig abspringen. So, eigentlich, wenn ich jetzt nur Sprinten gedrückt halte, müsste man das doch in der Zeit schaffen. Ich weiß nicht, die Druckplatte hat sich, glaube ich, nicht berührt, oder? Ich will jetzt einfach mal, ich muss ja Respawn drücken. Und nein, was? Wie unfair war das denn? Und da bin ich jetzt leider so gefailt. 3 Anläufe habe ich schon. Ich will jetzt keine 10 bekommen. Ich glaube sogar 10 hatte ich wirklich nur bei einem Level vorher. Und zwar bei dem Super Mario, weil ich einfach nicht wusste, wo es lang geht. Aber gut, hier glaube ich mal, das kann jetzt auch ein bisschen schwerer werden. Und ich hänge jetzt irgendwie an den Slimes. Okay, das gleiche jetzt nochmal. Ganz genau auf den Slimes landen. So, jetzt nochmal. Okay, das Schwierige kommt jetzt erst. Wenn man überlegt, ich habe jetzt nur noch knapp 6 Sekunden Zeit. Und es reicht jetzt schon fast nicht mehr. Aber ich glaube mal doch, die Zeit, die... Ja, reicht leider nicht mehr für dieses Level. Oh, Leute, okay. Also jetzt der 8. Anlauf. Oder der 7. jetzt, eher gesagt. Und das geht nochmal easy, wie immer. Und jetzt wieder nur noch gleich 7 Sekunden Zeit. Naja, aber... Ich weiß nicht, kann man das in der Zeit schaffen, Leute? Bitte, komm und jetzt einfach nochmal reinspringen. Habe ich sie diesmal berührt? Ich glaube mal schon, oder? Wieder nicht. Es gibt's nicht. Jetzt habe ich tatsächlich das Papier bekommen. Also ich könnte direkt ins nächste Level. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist es, was ich hier links neben mir sehe? Ist es einfach nur ein normales Biom oder ist es auch ein Level? Aber komm, jetzt bitte einfach nur normal reinspringen. Soll ich da vielleicht das Papier drauf droppen, dass es das erkennt? Ich weiß nicht, ob das geht, aber das wäre mal eine Idee. Ich schaff's noch nicht mal mehr, glaube ich, auf den Slime drauf. Doch, ich schaff's. Doch, diesmal habe ich sogar geschafft. Das hätte ich jetzt ehrlich nicht gedacht. Also beim 11. Anlauf, da ist Papier wieder weg. Und Moment mal, ich bin jetzt einfach... Das ist hier ein Level. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, die gehen da vorne weiter. Und jetzt, ja, habe ich nur noch 5 Sekunden. Wow, okay. Keine Ahnung, wo es jetzt hier lang gehen soll. Ich sehe kein Ende. Ich glaube, ich laufe jetzt erstmal geradeaus. Okay, die Welt geht auf jeden Fall ziemlich weit. So, komm da, wo es... Ja, hier vielleicht lang. Oh mein, das könnte sogar richtig sein. Gut, hier ist ein Baum. Ich habe... Okay, nur noch 3 Sekunden Zeit. Wo kann hier das Ziel sein? Seht ihr irgendwas? Vielleicht links, rechts, in der Mitte, irgendwo. Es kann ja überall sein. Und jetzt habe ich... Ja, man kann einfach in der Luft schon springen. Deswegen habe ich nicht den Speed bekommen. Den muss man natürlich immer mitnehmen. Jetzt kann ich nochmal... Na gut, hier kann ich das irgendwie nicht nachschauen, wo das Ziel ist, die Druckplatte. Vielleicht kann ich da irgendwas sehen. Nee, leider nicht. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht rechts jetzt mal. Moment, da vorne ist irgendwas, glaube ich, gebaut. Irgendwas aus Holz. Da ist sogar die Druckplatte. Ich habe sie gefunden. Immerhin schon mal das, Leute. So, jetzt instant nochmal go. Und ohne... von einer Liane berührt zu werden, jetzt hier rüber. Okay, das war schon mal ganz knapp. Ich glaube mal, so könnte man das easy schaffen. Und, ja, 5 Sekunden. Ja, das reicht locker, Leute.
Und hier durch. Ja, perfekt. Ich habe gerade gedacht, ich habe es noch gefailt, aber ich habe es auf jeden Fall geschafft. Ja. Und jetzt habe ich ein Level mit einem Pferd. Das wird echt etwas. Nein, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht geschafft. Da muss man voll aufladen. Und es geht halt immer wieder weg, der Boost. Leute, okay, das habe ich ewig nicht mehr in Minecraft gemacht. Wie soll ich so ein Level schaffen? Vor allem auch gerade noch so ein hoher Zaun. So, das geht noch easy. Im letzten Moment gut abspringen. Ja, das war natürlich nicht mehr so gut. Jetzt nochmal mit Anlauf und... Nee, das hat nicht gereicht. Da vorne kommt nochmal ein höherer Zaun. Ich glaube mal, das wird so ein Level, wo ich echt, glaube ich, mal überspringe. Das kann ich halt gar nicht. Aber so langsam habe ich es raus, wie ich es machen könnte. Was? Nicht mal das hat gereicht. Komm, das will ich jetzt noch schaffen. Irgendwie geht es nicht. Okay, dann geht's gleich nochmal auf Respawn. Der vierte Anlauf. So, nochmal auf das Pferd. Na gut, wenn die ersten zwei failed, kann man fast gar nicht. Und jetzt aber, im letzten Moment gehe ich wirklich mit der Leertaste los? Keine Ahnung, ihr könnt ja mal Tipps gerne, jetzt zum Beispiel habe ich es geschafft, in die Kommentare schreiben. Das habe ich sogar auch geschafft. Also ich habe es über beide Zäune geschafft plötzlich, aber ich glaube mal, ob ich das jetzt wieder auf Anhieb schaffe, ist die Frage. Aber, oh, vielleicht kann das halt echt was werden. Nein, es hätte so gut klappen können, das wäre der letzte Zaun. Okay, und da vorne, ja, geht es halt noch ultra lange weiter. Die Frage ist, kann man da auch ohne Pferd dann lang springen? Wenn man über die Zäune rübergesprungen ist. Ich denke mal schon. Und das war... Jetzt kann ich eigentlich komplett warten, bis es wieder zu Ende geht, die Zeit. Oder einfach mit dem Pferd runterfliegen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Dann wieder mit dem Pferd weiter. Hier ganz kurz mal im Game Mode einschauen. Jetzt sterbe ich auch nicht. Wie lang das... Oder wie weit das Level noch geht. Also hier weiterspringen. Ich glaube, das könnte man sogar mit dem Speed schaffen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hier ja, gibt es ja nur noch so einen kleinen Slalom. Und dann wäre ich halt... im nächsten Level. Das ist halt echt nicht so schwer, aber Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich mal wieder in den Level oder Game Mode 2 und gehe ins nächste Level. Das ist es, das nächste Level. Ich weiß nicht, was jetzt hier kommt. Da kommen einfach und die Zeit läuft auch ab. Das ist ein Enderperlen-Level. Wo muss ich jetzt die Enderperlen dran werfen? Ach so, ah, okay, an die, das Obsidian. Das geht ja eigentlich. Ist noch nicht mal so schwer, aber hier dann auch noch. Und das habe ich nicht in der Zeit geschafft. Okay, krass, das ist kein Parcours, sondern eher so Ender-MLG. Und, okay, das war vielleicht ein bisschen, ja, das war eindeutig zu viel. Aber das sollte ich jetzt hoffentlich schaffen. So, einfach da dran werfen. Oh nein, das hat schon mal viel Zeit gekostet. Hier nochmal. Nochmal. Und, ja, auch geschafft. Dann nochmal. Und dann jetzt nochmal da drauf. Als ob ich das jetzt faile. So, komm, bitte. Man muss es wirklich mit Geduld machen, sonst schafft man es nicht. Also hier zum Beispiel natürlich daneben geworfen. Aber Leute, jetzt, ich will keine 10 Fails hier schaffen, das ist nicht so schwer. Man hat aber halt immer so den Zeitdruck. So, aber wenn ich halt jetzt nicht mehr faile, wie zum Beispiel hier, dann sollte man es halt easy schaffen. Und jetzt nur noch da dran werfen. Ja, hier reinspringen. Und ich habe es beim 6. Anlauf zum Glück geschafft. Und was kommt hier? Da kommt einfach... Oh mein Gott, ganz viel Lava raus. Da soll ich jetzt bis ans Ende springen. Ja, ob das gut klappt. Da oben sind auch noch Partikel. Also das sieht aber echt krass aus. Das ist halt eigentlich nur Luck irgendwie. Kann es sein, wie ich hier lang springe? Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch noch ein bisschen Skill. Aber ich glaube, ich habe echt auch ganz viel Glück gerade. Das kann echt was werden. Und ich hab's geschafft. Respawn, das ging jetzt echt schnell. Es gibt aber nochmal was. Ist das hier das Level? Leute, ich habe okay, dafür, ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt ein bisschen zu kurz dafür ist, aber ich denke mal, das kann man... Moment, ich kann noch nicht mal nach vorne springen. Ich dachte, das wäre ein Troll. Was? Das Level habe ich jetzt ernsthaft gefailt. Wie? Moment, ich kann nicht... Nee, springen kann ich auch nicht. Hä, muss ich irgendwie zur Seite oder so? Was? Ich dachte jetzt einfach nur ins Ziel springen, aber das ist es nicht. Ach so, okay, ich habe eine Idee, wie ich es machen kann. Ich fliege jetzt nochmal runter. Das ist tricky, Leute. Und zwar einfach, wow, hier drauf stehen und dann ins Ziel laufen. So einfach war's. Okay, innerhalb einer Sekunde kann man easy das Level schaffen. Und hier sind jetzt nochmal alle Level insgesamt. Die kann man auswählen und ich glaube mal, somit habe ich die Map beendet. Das war auf jeden Fall eine coole Map, muss ich sagen. Also besonders auch die letzten Levels sind echt... nice gemacht. Und selbst hier habe ich nicht ernsthaft nochmal den Countdown. Ja, selbst hier sterbe ich nochmal. Das ist auf jeden Fall ein richtig nice Prinzip. Falls ihr mehr von sowas
sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr auch nochmal gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie Instagram, Snapchat, könnt ihr mir gerne mal folgen. Und ansonsten sehen wir uns auch morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!